Ihren Schutzengel möchte ich haben, Herr Minister. Zwei Attentate in so kurzer Zeit und beide Male überlebt. Da sage ich nur eins. Glückwunsch. Danke. Aber die Kugel für mich ist schon längst gegossen. Das weiß ich. Seit meine Truppen wissen, dass Sie sich entschlossen haben, nach unserem Unternehmen die Geschäfte der neuen Regierung zu übernehmen, sind Sie kaum noch zu halten, Herr Generallandschaftsdirektor. Und je früher wir gegen diese Regierung der Novemberverbrecher losschlagen, desto besser, mein Herr. Ich sehe das ganz genauso wie General Littwitz. Wie sehen Sie das, Hauptmann Papst? Verzeihung. Ich denke ebenso vaterländisch wie Sie, meine Herren, aber für einen Umsturz braucht man eben nicht nur vaterländisch denkende Männer wie Sie, Exzellenz Ludendorff, sondern auch eine minutiöse Organisation. Und die ist noch lange nicht abgeschlossen. Die Finanzierung läuft jedenfalls. Wir haben maßgebliche Teile der Industrie auf unserer Seite. Papst. Ja, der bin ich. Wer soll das sein? Ein Attentat, sagen Sie? Auf Finanzminister Erzberger. Ja. Nein, von Hirschfeld nie gehört. Danke. Erzberger lebt. Schade. Dilettanten. Alles Dilettanten. Dann müssen eben das nächste Mal Ihre Leute ran, Erhard. Zu Befehl, Herr General. Auch wenn Sie es nicht gerne hören wollen, meine Herren, ich halte es ja für falsch, Erzberger zu erledigen. Der Mann könnte uns noch irgendwann nützlich werden. Wozu? Zum nächsten Novemberverrat? Er hat durchaus Führungsqualitäten. Ein mieser kleiner Erfüllungspolitiker ist er. Der ist doch jetzt Nebensache. Irgendwann wird diesem Vaterlandsverräter die Stunde schon schlagen. Dass man nur noch in Angst und Schrecken leben muss. Wer hat denn gesagt, ich soll klagen? Aber ich habe doch nicht ahnen können, dass dieser Helferich und Konsorten zum äußersten Mittel greifen werden. Mit dem Dadaismus tritt eine neue Realität in ihre Rechte. Dada ist ein Club, in den man eintreten kann, ohne Verbindlichkeiten zu übernehmen. Einem Ja und Nein sagen beschwingt die Nerven der Dadaisten. So liegt er, so jagt er, so radelt und rudert er gegen die blutleere Abstraktion des Expressionismus. Gegen die weltverbessernden Theorien literarischer Hohlköpfe. Für den Dadaismus in Wort und Bild in der Welt. Gegen dieses Manifest sein heißt Dadaist sein. Jetzt lasst uns den Mann hochleben, der zwar die Demokratie hochhält, aber dafür uns Künstler fördert und den es nach 6 Jahren Krieg und Verwirrung in die Schweiz zu seiner Familie zieht. Harry Graf Kessler, der sich heute wie jeden Abend nicht nehmen lässt, für uns alle die Rechnung zu zahlen. Wir werden Sie sehr vermissen, Harry. Ich hoffe, es wird nicht wie Flucht aussehen. Ich bete Sie, mein Lieb. Der Nächste, kommt mal rüber, hinne. Entschuldigung. Ohne Ihr Schuh ist hier nichts. Nee, ich suche Frau Juchatsch. Ach, die ist drin, Tür um der Ecke. Danke. Der Nächste, kommt hier. Ich suche Frau Jucha. Das stimmt. Danke. Guten Tag, kann ich helfen, Genossin? Ich hoffe. Hanna Wölke. Marie Juchatsch. Kommen Sie rein. Gott sei Dank ist das nur einmal in der Woche so laut. Sie kennen unsere Zeitschrift? Kennen ist zu viel gesagt. Ich weiß, dass es sie gibt. Und ich weiß, dass sie für Frauen gedacht ist. Setzen Sie sich.
Endlich. Ist ja kaum auszuhalten, dieser Lärm. Und dann? Dann haben sie gesagt, dass ich keinen Anspruch auf Rente habe, weil mein Sohn Benno, den sie ermordet haben, in der Volksmarinedivision gewesen ist. Da muss man doch was tun können, Frau Juchatsch. Ich fürchte, nein. Das hat Genosse Noske so erlassen. Aber solange sie gebraucht wurden, durften sie den Kopf hinhalten, ja? Ich weiß, was Sie meinen. Aber der Krieg ist ein dreckiges Geschäft. Und der Bürgerkrieg dreimal. Also kann ich verhungern. Das gibt mir richtig Hoffnung, danke. Können Sie schreiben? Ja, und lesen auch. Warum fragen Sie? Warum schreiben Sie Ihre Geschichte nicht auf? Genauso, wie Sie sie mir erzählt haben, Anna. Wozu? Die Gleichheit ist am Wochenblatt von Frauen für Frauen. Was glauben Sie wohl, was es für Schicksalsgenossinnen und davon gibt es Millionen an Trost bedeuten würde, zu erfahren, dass Sie mit Ihrem Leid nicht alleine sind? Das kann ich nicht. Ich bin auch nur eine Hausfrau. Sie können es zumindest probieren. Und wenn wir es drucken, gibt es 2 Pfennig pro Zeile. So viel? Maschine geschrieben. Ich kann nicht Maschine schreiben. Das würden wir dann machen. Aber wenn Sie Zeit zum Nachdenken brauchen, es gibt auch sonst bei uns genügend zu tun. Allein in der Arbeit der Wohlfahrt, bei den Armenküchen. Wenn Sie uns da unter die Arme greifen, würde das für Sie zumindest eine warme Mahlzeit pro Tag bedeuten. Das ist nicht dein Ernst, Matthias. Ob das mein Ernst ist? Jede Stunde, die ich nicht im Amt bin, ist die Reaktion. 2 Wochen Bettruhe, hat der Doktor gesagt. Ich fühle mich blendend. Ach, wann wirst du jemals vernünftig? Findest du es also vernünftige Reaktion, das Ruder unseres ohnehin schwankenden Schiffes zu überlassen? Und wenn ihnen gelänge, was ihr nicht schafft, nämlich für Ruhe und Ordnung zu sorgen? Dann würde Blut fließen, Paula. Unendlich viel Blut. Und die Republik wäre Vergangenheit. Die Auslieferung des Kronprinzen, Hindenburgs, Ludendorffs, ja, fast der ganzen Generalität des Weltkriegs. Nur über meine Leiche, meine Herren. Dein Tod würde an den Forderungen unserer Kriegsgegner nichts ändern, Gustav. Artikel 228 des Versailler Vertrages sieht einmal die Auslieferung vor, wie du weißt. 895 deutsche Männer, die während des Krieges für die Ehre Deutschlands gekämpft haben, auszuliefern. Das kann niemand von mir verlangen. Das verlange ich auch nicht, das weißt du ganz genau. Wir müssen verhandeln, Herr Reichspräsident. Wohin Verhandlungen führen, haben Sie uns ja bewiesen. Ich möchte Ihnen Folgendes unterbreiten. Der Entente wird vorgeschlagen, dass nicht Sie, sondern wir, das heißt unsere Juristen, Ermittlungen gegen die sogenannten Kriegsverbrecher auf unserer Seite einleiten. Jetzt sagt nicht nur über meine Leiche. Guten Abend, Frau Schiffer. Guten Abend, Herr Hauptmann. Mein lieber Papst, pünktlich wie immer. Kommen Sie rein, kommen Sie. Schau mal, Papa, sind die schön. Sie sollten wirklich nicht so viel Geld ausgeben, Waldemar. Guten Appetit. So weit sind wir schon, Waldemar. Ich darf Sie doch so nennen. Große Ehre. Antisemitismus auch in Akademikerkreisen. Einstein ist der Direktor des Kaiser-Wilhelm-Instituts. Ich bitte Sie, und wird von rechtsgerichteten Studenten in seinem Vortrag unterbrochen. Als Bolschewisten, Physiker und Relativitätsjude beschimpft und aus dem Saal gejagt. Ein international anerkannter Wissenschaftler. Wohin würde das führen, wenn die Revanchisten eines Tages die Oberhand kriegten? Gute Frage. Für mich persönlich ist Antisemitismus ein Fremdwort. Sie wissen, ich war immer gegen Juden in der Regierung. Diese Regierung wird es ja bald nicht mehr geben. Aber wir, die neue Regierung, werden die Juden schon auch brauchen. Ihr Geld zumindest. Mein erstes Gespräch mit dem Bankhaus Mendelssohn ist heute vielversprechend verlaufen. Und wenn schon? Man hat der Bewegung einen 6-stelligen Betrag in Aussicht gestellt. Und wenn er 10-stellig wäre, Geld von Juden kommt für mich nicht in Frage. Das verbietet die Ehre. Ich bin voll und ganz Exzellenz Ludendorffs Meinung. Und wenn unsere Pläne daran scheitern? Es gibt auch Nicht-Juden in der deutschen Wirtschaft. Nach meinem Gespräch mit Thyssen habe ich nicht das Gefühl, dass diese Nicht-Juden eine Militärdiktatur begrüßen würden. Wer spricht von einer Militärdiktatur? Geheimrat Kapp ist Generallandschaftsdirektor. Aber die Industrie weiß doch, dass die Bewegung hinter ihm steht. Eine Zigarre, Waldemar, mit einem Brandy? Nein, bedauere, keine Zeit. Auf mich wartet noch Arbeit.
Ich habe mich zu bedanken, gnädige Frau. Das Essen war wieder einmal phänomenal. Ich werde es unserer Köchin bestellen. Und vor allem das Gespräch mit Ihnen, Waldemar, wieder hochinteressant. Bin nur gespannt, ob Sie auch recht behalten, was Russland anbelangt. Mit der Eroberung Odessas ist der Roten Armee der endgültige Durchbruch gelungen. Und diese Bolschewistensäcke, Verzeihung, Lenin und Trotzki sind nicht mehr aufzuhalten. Ich bringe Sie hinaus, Herr Hauptmann. Ich hoffe, Sie beehren uns bald wieder. Sehr gerne, gnädige Frau. Herr Justizminister. Das nächste Mal müssen wir unbedingt auch seine Frau einladen. Ich bin nur zu gespannt zu erfahren, mit wem ein solcher Mann verheiratet ist. Gerade habe ich zu deiner Mutter gesagt, eigentlich schade, dass Hauptmann Papst verheiratet ist. Hauptmann? Ich denke, er ist außer Dienst gestellt. Ja, ist er auch. Aber egal, ein Offizier bleibt man sein Leben lang. Und wenn ich euch beide so sehe, hübsch, ein hübsches Paar. Tja, aber was nicht ist, das ist eben nicht. Darf ich? Ich weiß nicht. Wissen Sie, wie ich begonnen habe? War Dienstmädchen, habe in der Fabrik geschuftet, habe eine Lehre als Schneiderin abgebrochen und ich habe auch eine Volksschule, genau wie Sie. Das ist gut. Das ist richtig gut. Weiter so. Übrigens hat die Schweiz sich vorgestern per Volksabstimmung gegen das Frauenwahlrecht entschieden. Gute Nacht. Guten Morgen, Fräulein Behnke. Guten Morgen. Ich habe Ihnen eine betrübliche Mitteilung zu machen. Leider hat mein Herrn Redakteur Grabowski tot aufgefunden. Wie es aussieht, erschlagen. Kommen Sie bitte mit in sein Büro, Fräulein Behnke. Bitte, setzen Sie sich. Ich verstehe nicht ganz. Das ist ab heute Ihr Platz. Auf Probe, versteht sich. Sie meinen ich? Ja, glauben Sie, ich wüsste nicht, wer seine Arbeit gemacht hat, wenn er mal wieder zu viel... Lange hätte ich ihn ohnehin nicht mehr gehalten. Also los, worauf warten Sie? Dieser Stuhl gewinnt eindeutig durch die neue Nutzerin. Wer von Ihnen ist Fräulein Kapuste? Ich, Exzellenz. Fräulein Behnke erwartet Sie zum Diktat. Guten Tag, liebe. Das Selbstbestimmungsrecht der Völker, das der amerikanische Präsident Wilson proklamiert hat, wird mit Füßen getreten. Haben Sie das? Ja. Na dann. Geneigt sind meine, also die Deutsche Bank, Berliner Handelsgesellschaft, die Dresdner Bank, die Commerz- und Diskontobank, das Bankhaus Mendelssohn, die Nationalbank, die Mitteldeutsche Kreditbank und die Bank für Handel und Industrie. Trotzdem sollten wir nicht darauf verzichten, die nationalgesinnten Führer der Sozialdemokratie... Boah, das müssen Sie gerade vorschlagen. Wer hat denn Ihre Truppe aufgelöst und Sie gezwungen, den Dienst zu quittieren? Hauptmann Papst. Das war doch wohl Reichswehrminister Noske. Herr Kapp, ohne Wieso... Ich bin strikt dagegen, sich an unserer Aktion zu beteiligen. Mit denen will ich nichts zu tun haben. Und ich auch nicht. Aber Sie haben sie noch nicht mal gefragt, Kapp. Herr von Berger, wie schätzen Sie die Lage ein? Können wir nach wie vor mit Noske und Ebert rechnen?
Schwer zu sagen. Aber lassen wir doch einen Mann aus der unmittelbaren Nähe des Reichswehrministers berichten. Kapitän Canaris. Als Sachverständiger für Marinefragen im Reichswehrministerium kann ich nur berichten, Herr Noske hat die ganze Kuscherei vor den Alliierten auch satt. Ich könnte mir vorstellen, dass er sein Herz über die Barriere wirft und mit auf unserer Seite steht. Und Ebert? Ein nationaldenkender Mann, aber eher Demokrat. Gut, dann schlage ich vor, sobald wir soweit sind, stellen wir die beiden Herren vor die Alternative. Entweder sie sind mit dabei oder Verhaftung. Herr Noske, ich muss entschieden protestieren. Die Reduzierung der Reichswehr auf 100.000 Mann ist mit mir unter keinen Umständen zu machen. Es wird nicht nur die Reichswehr betreffen. Es trifft auch die Marinebrigaden. Aha. Reinhard. Sie fallen mir also in den Rücken? Ich protestiere genauso. Mit einer derart kastrierten Truppe kann ich kein Reich verteidigen. Ja, noch nicht einmal unsere Küsten sicher. Das weiß ich, Admiral von Trotach. Wenn Sie mir meine Freikorps, wenn Sie uns unsere Marinebrigaden nehmen, dann marschieren die russischen Bolschewisten unmittelbar nach der Schneeschmelze durch Polen und bedrohen das Reich. Wollen Sie das verantworten? Ich bin mir durchaus bewusst, dass die Marinebrigade Erhard eine Truppe des nationalen Wiederaufstiegs ist. Dass diese 5.000 Mann in der Lage wären, die ganze polnische Armee in Fetzen zu schlagen. Und ich weiß auch, dass diese Formation viel wertvoller ist als jede andere. Wir haben für Sie die Spartakisten erledigt. Und Sie haben nun Ihr Versprechen einzulösen. Die Taten der Vergangenheit sind eine Bürgschaft für die Zukunft. Da nach dem Machtanspruch der Entente das alte Heer durch eine Freiwilligentruppe ersetzt werden soll, müssen die in der Stunde der Not geschaffenen Freikorps zu einer dauernden Einrichtung werden. Aber je kleiner die Schar, desto größer die Aufgaben. Ich weiß selber, was ich geschrieben habe. Dann halten Sie sich auch daran! Ich verbiete mir diesen Ton! Wollen Sie, dass es zu einem neuen Krieg kommt? Wenn es sein muss. Die Engländer signalisieren, dass wir nicht ausliefern müssen. Das ändert aber nichts daran, dass man uns die alleinige Kriegsschuld anhängen wird. Und dass wir uns wehrlos machen lassen sollen. Ich stehe in Verhandlung mit den Engländern, die mir angedeutet haben, dass es bei einer Reduzierung auf 200.000 Mann bleiben könnte. Alles leere Versprechungen. Nicht mit mir, meine Herren. Dann müssen Sie eben die Konsequenzen ziehen, Herr General, und Ihren Abschied einreichen. Ich denke nicht daran. Auch ich, als Chef des Truppenamtes, stehe einer Reduzierung unserer Truppe äußerst skeptisch gegenüber. Aber der Herr Reichsminister hat ja schon erwähnt, dass wir in Verhandlungen mit England stehen und Schlimmeres eventuell verhindern können. Ihre Brigaden werden auf die Reichswehr aufgeteilt und die Männer können so weiter der Fahne dienen. Eine Auflösung der Marinebrigaden kommt für mich nicht in Frage. Ach, Leutwitz, es wird nichts so heiß gegessen wie gekocht. Die Engländer lassen mit sich reden. Aber der Franzmann nicht. An dem beißen sie sich die Zähne aus. Auch England ist empört über unsere Behandlung. Wir können die beiden Großmächte gegeneinander ausspielen. Sie wollen das machen? Bis dahin steht der Russe an der Oder. Ich mache einen Vorschlag zur Güte, Lüttwitz. Sie lassen uns weiter verhandeln und um jedem bolschewistischen Einfall vorzubeugen, unterstelle ich Ihnen mit der erlauchten Genehmigung des Herrn Reichswehrministers das Reichswehrgruppenkommando 1 Norddeutschland und das Reichswehrgruppenkommando 3 von der Ostseeküste bis zur polnischen Grenze. Und sagen Sie jetzt bitte nicht nur über meine Leiche. Diesmal sage ich nur über meine Leiche, Gustav. Ich bleibe dabei. Die Forderungen der Alliierten werden erfüllt und die Kriegsverbrecherverfahren am Staatsgerichtshof in Leipzig mit aller Härte geführt. Wobei wir wissen, was Härte bedeutet. Ist schon klar, Fritz, oder? Klar. Aber wer war Ihr Auftraggeber, Herr von Hirschfeld? Was für ein Auftraggeber? Ich ganz allein habe die Tat vollbracht. Ich wollte den Mann, der an allem Schuld hat, endlich zum Schweigen bringen. Wie kann ein so junger Mensch mit einer so geringen Bildung wie Sie sich zum Richter über menschliches Leben erheben? Entschuldigen Sie, aber wenn ein so gebildeter Mensch wie Exzellenz Helferich, der so viel für das Reich getan hat, fordert, dass dieser Erzberger weg muss, dann ist es normal, dass ein junger, wie Sie sagen, ungebildeter Mensch wie ich,
der zweimal im Krieg verwundet wurde, diese Forderung in die Tat umsetzt. Einen Minister abzusetzen und ihn zu töten, sind wirklich zwei verschiedene Dinge. 18 Monate. Wenn sich dieser Kerl an einem wirklich Schuldigen vergriffen hätte, würde das Urteil lebenslang oder Tod durch den Strang lauten. Dafür wirst du Helferich das Handwerk legen, das weiß ich seit heute ganz sicher. Wer einen solchen Einfluss auf junge Menschen hat, darf nicht ungestraft davon kommen. Sonst falle ich vom Glauben ab, Matthias. Man glaubt es nicht. Die Entente hat ihre Forderung, die deutschen Kriegsverbrecher an sie auszuliefern, zurückgezogen. Denen wird jetzt in Leipzig der Prozess gemacht. Da wird keinem von denen auch nur ein Haar gekrümmt werden. Wollen wir wetten? Die Wette gewinnst du. Whisky? Einen doppelten Egon. Ob Eis? Wohl verrückt geworden. Und wie war es im Theater? Frag mich nicht. Vergeudete Lebenszeit. Entsetzlich, dieser Wedekind. Und die Durieux? Wurde wie immer bejubelt. Das ist keine Antwort, Herr Gross. Verzeihung, Herr Hartfield, sorry, aber in diesem Fall meine Meinung zu sagen, hieße eine Freundschaft verraten. Du willst ja bloß deine Chancen nicht vermassen. Ich und die Dürrenhülle da. Da ist sie ja. Vielen Dank. Dankeschön. Sie waren nicht da, Sie Scheuser? Weiß aber von Gross, dass ich mit Ausnahme Ihrer Person nichts versäumt habe und Wedekind mit diesem Marquis von Keitsch schon wieder ein Stück für den literarischen Friedhof geliefert hat. Das haben Sie wirklich gesagt, lieber Gross? Mit keiner Silbe. Aber ich hätte es nicht besser sagen können. Ihr Mann hat's richtig gemacht. Ich hätte nicht hingehen sollen. Kommt er noch nach? Er ist in Paris. Aus beruflichen Gründen. Das verpflichtet, Herr Goertz. Ja, jetzt heißt's, Frau Durieux an seiner Stadt zu bewundern, mein Lieber. Da kann ich mich ja richtig glücklich schätzen, von nichts eine Ahnung zu haben und das Stück und die Regie und die Künstlerin uneingeschränkt bewundern zu dürfen. Und so fasse ich noch einmal zusammen. Herr Erzberger ist schuldig gegen die Wohlanständigkeit verstoßen, gewohnheitsmäßig die Unwahrheit gesagt und persönliche Geldinteressen mit seiner politischen Tätigkeit vermischt zu haben. Das Urteil fällt immer noch das Gericht, Herr Professor. Und so möchte ich dem inzwischen mehrfach beklagten Kläger das Wort erteilen. Herr Erzberger, bitte. Hohes Gericht, ich habe diesen Saal mit ruhigem Gewissen betreten und werde ihn erhobenen Hauptes verlassen. Man hat mein ganzes Leben durchwühlt. Versucht, nicht nur mich, sondern auch meine Frau und meine Familie in den Schmutz zu zerren. Mir Millionen angedichtet, angebliche Bestechungsgelder ehrenwerter Bürger des Reiches und konnte nicht einen einzigen Vorwurf beweisen. Worüber niemand in diesem Saal geredet hat, ist, dass ich als Diener des Staates bis heute kein Gehaltsempfänger war und kein Pensionsempfänger sein werde. Und was die Bestechungsvorwürfe anlangt. Ja, ich habe Hilfe geleistet. Bekannten und Unbekannten. Parteifreunden und Nicht-Parteifreunden. Selbst Feinden, wenn es für das Land von Nutzen war. Aber Geld habe ich von niemand genommen. Und wann ist der Ticker aus Hamburg gekommen? Vor einer guten Stunde. Und da kommen Sie erst jetzt. Ich musste doch in Ihrem Auftrag den Artikel über Herrn Stresemann fertig machen. Wenn Sie auch nur einen Augenblick nachgedacht hätten. Unangefochten kämpft hier ein Vertreter der abgetanen autokratischen Bürokratie mit allen erlaubten und unerlaubten Mitteln gegen einen Vertreter der jungen deutschen Demokratie. Gegen einen Provinzschulmeister, den seine Zentrumspartei und ein uneinsichtiges Schicksal trotz aller Unfähigkeit zum Finanzminister gemacht haben. Ruhe bitte! So ist diesem pharisäischen Moralisten Erzberger endlich das Handwerk gelegt, Ausrufungszeichen. Der Finanzminister ein Steuerhinterzieher, Ausrufungszeichen. Was willst du noch mehr, deutsches Vaterland? Fragezeichen, Ausrufungszeichen. Haben Sie das? Vaterland, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Dann in die Druckerei damit. Extrablatt. Und hören Sie auf zu heulen. Binke. Herr Professor Helferich, bitte. Exzellenz, Ihr Plan hat geklappt wie am Schnürchen. Nein, es war Ihr Plan. Wir haben nichts mit der Sache zu tun. Wir haben nur wiedergegeben, was die Hamburger Nachrichten ans Licht des Tages gebracht haben. Wollen Sie unser Extrablatt lesen, bevor es in den Druck geht? Das erfüllt mich mit Stolz. Heute Abend? Gerne. Kreuzzeitung, Extrablatt! Finanzminister Steuern hinterzogen, Extrablatt! Stimmt so. Dankeschön. Kreuzzeitung, Extrablatt! Finanzminister Steuern hinterzogen, Extrablatt!
Jetzt erst recht, Matthias. Du darfst dich von diesem Helferrecht keinesfalls einschüchtern lassen. Lass ich mich auch nicht. Aber du müsstest mal die Herren Staatsanwälte Tag für Tag erleben. Stehen klar auf Helferichs Seite. Und da sie sich an die Prozessordnung halten, darf nichts, was von Helferich gegen mich vorgebracht wird, zum Gegenstand einer Beleidigungsklage gemacht werden. Aber die Zeitungen dürfen das Wort für Wort drucken, damit Stimmung gegen mich machen. Und alles ist meine Schuld. Unsinn, Paula. War mein Fehler zu glauben, dass es in einem Gerichtssaal um Gerechtigkeit ginge. Das Gegenteil ist der Fall. Die machen mich vom Kläger zum Beklagten. Die dummen Gänse auf den Zuschauerbänken klatschen Beifall. Ja, aber dich der Bestechlichkeit zu bezichtigen, damit kommt die doch nicht durch. Natürlich nicht. Aber ein Vorwurf, der im Raum steht, muss erstmal entkräftet werden. Auf Ihr Talent und die Zukunft. Danke. Nein, wirklich, Ihr Stil hat Kraft. Kraft und berührt. Sagen Sie, wieso hat Sie dieser Grabowski eigentlich Möpschen genannt? Ich weiß nicht, Exzellenz. Oder hat er womöglich? Obwohl, ganz entzückend, Ihr Busen. Darf man erfahren, wer die reizende junge Dame an Ihrer Seite ist, Exzellenz Helferich? Darf man, Herr Geheimrat. Fräulein Felicitas Behnke, Staatskommissar Herr von Berger. Ein Mann, der Ihre Artikel lieben wird, da in seiner Brust, ähnlich wie in meiner, ein wahrhaft patriotisches Herz schlägt. Sie arbeiten für den verehrten Professor? Ja. Und dann auch noch schön. Sie sind zu beneiden. Was macht der Prozess? Gegen Erzberger, meinen Sie? Der ist dabei, sich selbst zu entsorgen. Nein, das nenne ich mal eine wirklich gute Nachricht. Ich wünsche einen angenehmen Abend. Wollen Sie den Rat eines Freundes hören? Ja, ich empfinde tatsächlich so eine Art Freundschaft für Sie. Wenn Sie mich fragen, steht Ihnen eine für Sie ungünstige Entscheidung bevor, die Sie durch Zurückziehen Ihrer Klage gegen diesen Helferich verhindern können. Es geht um meine Ehre, Herr Reichspräsident. Das sagt Helferich auch. Politisch betrachtet würden Sie durch diesen Schritt unserer Regierung helfen. Sollte sich Prinz Joachim Albrecht tatsächlich unserer Bewegung anschließen, so wird das beim übrigen Adel nicht ohne Folgen bleiben, mein Herr. Vor allem im Osten, bei den Agrariern. Oh, hätte man nicht vorstellen darf, General von Lüttwitz. Sehen Sie gefälligst auf, wenn unsere Hymne gespielt wird! Sie sind Gäste in diesem Land, und zwar unerwünschte! Los au fond de la patrie, je dois être un Reden nur als eine Truppe versteht zu kämpfen. Schlägerei mit der interalliierten Kommission. Und das bei dieser angespannten Lage. Herein! Colonel Richard und Major McKellen von der interalliierten Militärkommission. Meine Herren, was kann ich für Sie tun? Ich komme gleich zur Sache. Die Reduzierung des Heeres auf 100.000 Mann hat bis zum Juni 1920 zu erfolgen. Andernfalls müssen wir Teile Ihres Reichsgebiets besetzen. Außerdem werden Sie dringend ersucht, die beiden Freikorps, die Marinebrigade Löwenfeld und vor allen Dingen die Brigade Erhard mit sofortiger Wirkung aufzulösen. Auch hier hat die Nichteinhaltung, wie vertraglich festgelegt, unseren Einmarsch zur Folge. Ich danke Ihnen, meine Herren. Was sonst? Gut, dann verfüge ich die sofortige Auflösung der Marinebrigaden bis zum 10. März. Und Sie, General, sind mir für die Durchführung verantwortlich. Und Lüttwitz? Wird sich auch fügen müssen. Kameraden! In gewitterschwüler Zeit feiern wir das einjährige Bestehen unserer Brigade, einer freiwilligen Brigade aus tapferen Männern des Reiches, die den Spartakismus bekämpft und das Reich nach dem Novembersturm vor Schlimmerem bewahrte. Dem Versailler Schmachtigtat
zur Folge. Soll eure Brigade aufgelöst werden, um uns schutzlos der französischen Willkür im Westen, den polnischen Banden im Osten und den Bolschewisten, die uns von Russland aus bedrohen, auszuliefern. Ich werde nicht dulden, dass eine solche Kerntruppe zerschlagen wird. Wir lassen uns nicht auflösen. Lieber stürzen wir die Regierung. Droht ein Putsch oder nicht? Es ist nicht zu verkennen, dass auf militärischer wie politischer Seite die eigentlich führenden Männer den Willen zur Loyalität und zur Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung haben. Loyalität, so. Und was ist mit meinem geschätzten Freund Papst und seiner nationalen Vereinigung? Die wird von meinen Männern dauernd beobachtet. Ja, und? Jetzt lassen Sie sich nicht alles aus der Nase ziehen. Ich hatte mehrfach Kontakt mit Papst und wies ihn auf die Gefährlichkeit militärischer Unbesonnenheiten hin. Papst ging mit mir konform in der Verurteilung etwaiger Putschversuche. Und was ist mit General Lüttwitz? Bleibt der loyal? Es könnte sein, dass Gefahren drohen. Ich würde daher vorschlagen, dass ich als Vermittler zwischen General Lüttwitz und Herrn Reichspräsidenten fungiere. Sie vermitteln bei Ebert? Nein. Wenn der Herr General Lüttwitz was von uns will, dann muss er schon selber kommen. Noch stehen unsere Türen für ihn offen. Noch! Ich kann nur davor warnen, jetzt schon loszuschlagen. Die Stimmung in der Bevölkerung ist nicht günstig für uns. Und allein auf die Truppe gestützt werden wir das Unternehmen nicht zum Sieg führen. Wie steht es mit den Kontakten zur Entente, Oberst Bauer? Oberst Ryan von der englischen Kommandantur in Köln ist informiert. Er rät uns, dass Exzellenz Ludendorff sich keinesfalls an die Spitze des Unternehmens stellen dürfe. Das wird er auch nicht. Ich halte mich im Hintergrund. Aber wenn die Unternehmung gelingt, werde ich nicht zögern, dem Ruf des Vaterlandes zu folgen. Solange muss Kapp als Strohmann dienen. Wird England sich ruhig verhalten, Herr von Berger? Solange wir nicht zur Monarchie zurückkehren, ja. Das reicht nicht. Wir brauchen die Unterstützung einer ausländischen Macht. Wenn ich daher vorschlagen dürfte, dass wir uns mit dem bolschewistischen Russland verbünden. Die russische Armee überschreitet die polnische Grenze und wir treffen uns in der Mitte, in den Grenzen von 1914. Das heißt, Polen wird ausgelöscht. Ja. Gesundheit. Meine Herren, ich bin ein absoluter Gegner des Bolschewismus. Ein Pakt mit diesem Pakt ist mit mir absolut nicht zu machen. Ich habe nicht Luxemburg und Liebknecht erledigen lassen, um jetzt Lenin und Trotzki die Hand zu reichen. Max. Da sind Sie ja endlich. Ich habe keine Droschke gefunden. Aber was verschafft mir das Vergnügen, verehrte Frau Dürer? Mein teurer Gatte musste leider in die Schweiz. Und das heute, wo die Bahn ihre Preise um 100% erhöht hat. Und Sie meinen, er kann es verkraften? Gerade noch. Aber das, was ich mit Ihnen vorhabe, lieber Max, wohl kaum. Ein neues Reichsversorgungsgesetz, nachdem die Rente nicht mehr nach Rang und Dienstgrad, sondern gemäß dem Ausmaß der Invalidität bemessen wird. Immerhin, von der Invalidität der Seele steht hier bezeichnenderweise nichts. Dann schreiben Sie das. Das ist nicht nur gut, Hannah. Das ist sogar sehr gut. Wissen Sie, was wir jetzt machen? Ich lade Sie heute Abend zum Essen ein und danach gehen wir zwei beide ins Kino. Das kann ich mir nicht leisten, Frau Juchatsch. Aber ich. Was ist Ihnen lieber, Kulisels Töchter von Lubitsch oder das Kabinett des Dr. Caligari mit der Dagova? Ich kenne die alle nicht. Dann würde ich sagen, die Dagova. Yeah.
Film, gute Frau. Noch dazu kein guter. Wenn ich diese Kritiken nur lese, Schlüsselworte wie Wandlung oder ekstatische Szene, aus dem Dickicht des Irdischen tritt der wahre Mensch ans Licht. Zum Kotzen, als hätten wir zurzeit keine anderen Probleme. Also, mir hat der Film gefallen. Mir auch. Kunst muss die Welt verändern und nicht unterhalten. Wir brauchen Brot, keine Spiele. Sie sind Künstler? Verzeihen Sie, ich habe mich Ihnen gar nicht vorgestellt. George Cross, da ist der Schamaler. Und Sie, meine Damen? Egon, für die Damen und mich eine Flasche Shampoos. Sie entschuldigen mich einen Augenblick? Na klar. Darf ich um die Mäntel der Damen bitten? Ich behalte meinen lieber an. Vielen Dank. Danke. Was haben Sie? Haben Sie sich die Leute hier mal angeschaut? Wie sehe ich denn da aus in meiner Kittelschürze? Dom Pérignon, Tenanger oder deutschen Sekt? Für uns reicht deutscher Sekt. Was Herr Gross wohl an uns findet? Ist das wichtig? Ich finde das toll, so jemanden kennenzulernen. Ist er ein bekannter Maler? Noch nicht, aber für mich ein ganz großer. Was Sie alles wissen? Dafür können Sie schreiben. Der Sekt, die Dame. Dankeschön. Danke. Und wir beide hören jetzt auf mit dem blöden Sie und sagen Du zueinander. Aber Sie sind... Kein Aber. Stoß an. Und Kuss. Darf man da mitmachen? Nur wenn ich die Rechnung bezahlen darf. Und Sie mir versprechen, einmal für meine Zeitschrift etwas zu zeichnen. Sie sind vom Gewerbe? Ich gebe die Zeitschrift Die Gleichheit heraus. Ach, die Juhatsch sind Sie. Und da reden Sie mit dem Bolschewisten der Malerei. Ein Künstler muss frei sein in der Wahl der Gesinnung. Sonst ist er kein Künstler. Generalfreiherr von Lüttwitz, Herr Reichspräsident. Sie haben um eine Unterredung gebeten, Herr Reichspräsident. Auf Anraten von Geheimrat Berger, jawohl. Was haben Sie vorzubringen? Ich fordere ultimativ erstens sofortige Auflösung der Nationalversammlung, zweitens Schaffung eines Oberbefehlshabers der gesamten Reichswehr in meiner Person und Absetzung des Chefs der Heeresleitung, General Reinhardt. Drittens Rücknahme der Auflösungsbefehle der Marinebrigaden. Diese Punkte sind seit längerem Forderungen der Rechtsparteien. Ich kann Ihnen leider nicht entsprechen, denn Sie wären verfassungswidrig. Herr General, Sie sind schon öfter mit Ihren Forderungen gekommen. Das waren aber immer Unterhaltungen, wo man mit Ihnen reden konnte. Jetzt haben Ihre Forderungen den Charakter eines Ultimatums und eines Pronunciamentos der Generäle. Das können wir uns unter keinen Bedingungen gefallen lassen. Und ich weise Sie in jeder Beziehung schroff zurück. Ich habe Ihnen schon gestern in Absprache mit General von Siegt die Verfügungsgewalt über die beiden Marinebrigaden entzogen. Im Übrigen wird die Truppenverminderung planmäßig durchgeführt. General Reinhardt bleibt auf seinem Posten und jeder General wird entfernt, gegen den Bedenken bestehen. Abschließend warne ich Sie nachdrücklich vor dem Gedanken einer Auflehnung. Eine Militärrevolte würde fürchterlichen Schaden anrichten, die Reichswehr zerstören und mit Sicherheit den Generalsteig heraufbeschwören. Ich fordere Sie auf, Ihren Abschied zu nehmen. Ist dies nicht bis morgen früh 10 Uhr geschehen, werde ich Sie entlassen! Erhard. Was, General Lüttwitz? Sofort durchstellen. Erhard, alarmieren Sie sofort Ihre Brigade. Binnen 24 Stunden marschieren wir. Sehr wohl, Herr General. Fürs Vaterland. Es ist meine Ehre. General Reinhardt, Herr Minister. Herr Reichswehrminister, es gibt Gerüchte, dass die Marinebrigade Erhard gegen uns in Richtung Hauptstadt vorrückt. Gerüchte, alles nur Gerüchte. Aber diesmal scheint es ernst. Putschgerüchte gab es schon viele. Auch wird berichtet, dass sich im Hause der Nationalen Vereinigung seit Tagen rege Aktivitäten zeigen. Harmlos. Von Berger sagt, es ist alles harmlos. Und warum glauben Sie diesem von Berger? Also gut, dann lassen Sie Haftbefehle ausstellen für Oberst Bauer, Papst und die anderen Herren der Nationalen Vereinigung. Dann besteht Gefahr, dass die betroffenen Personen gewarnt werden. Mit der Sicherheitspolizei steht es auch nicht zum Besten. Machen Sie mal nicht in die Hosen. Dann verständige ich den Polizeipräsidenten persönlich. Und was machen wir mit der Brigade? Ich werde raus nach Döberitz fahren und mir die Sache selbst ansehen. Davon möchte ich dringend abraten, Herr Minister. Sie könnten in Gefangenschaft geraten. Ja, wer soll das sonst tun? Renaris? Nehmen Sie sich Admiral von Trotha und fahren Sie bitte mit ihm hinaus nach Döberitz und erkunden dort die Lage. Zu Befehl, Herr Minister. Ach, und General Lüttwitz ist seines Dienstes enthoben, von Trotha sein Nachfolger. Zu Befehl.
General Lötwitz, bitte. Wird Dr. Helfferich wegen fortgesetzter übler Nachrede durch die Verbreitung von Schriften in Tateinheit mit fortgesetzter Beleidigung zu einer Geldstrafe von 300 Mark verurteilt. Die Kosten des Verfahrens trägt der Angeklagte. Das Strafmaß ist deswegen so niedrig angesetzt, weil Professor Helfferich der Wahrheitsbeweis im Wesentlichen gelungen ist und viele Anschuldigungen, die er gegen den Kläger vorgebracht hat, zutreffend waren. Erzberger hat sich in 3 Fällen des Verstoßes gegen die Wohlanständigkeit, in 6 Fällen des Meineides und in 7 Fällen der Vermischung persönlicher Geldinteressen mit Politik schuldig gemacht. Die Sitzung ist geschlossen. Ich habe es gewusst. Glückwunsch, Herr Professor. Es tut mir leid, Matthias. Ich muss zu Ebert. Ihr Amt niederlegen? Mir bleibt keine andere Wahl. Zumindest so lange, bis meine Ehre wiederhergestellt ist. Wie wollen Sie das anstellen? Indem ich ein Verfahren gegen mich wegen Meineides anstrengen werde. Man wird sich weisen, dass ich mir nichts habe zu Schulden kommen lassen. Sie müssen Lüttwitz zurückhalten, Exzellenz. Das Unternehmen wird scheitern. Die Aktion zu dieser Stunde ist ganz in meinem Sinn. Sie verstehen nicht, Exzellenz. Es ist nichts vorbereitet. Nichts. Das kann nicht gut gehen. Doch nicht bei Ihrem ausgezeichneten Organisationstalent. Sie machen das schon, Papst. Bitte. Gesundheit. Sie sollten verschwinden, Hauptmann Papst. Der Polizeipräsident höchstpersönlich hat einen Haftbefehl gegen Sie erlassen. Dann tun Sie was. Sind mir leider die Hände gebunden. Was auch immer geschieht, du musst an mich glauben. Papst? Kriminalpolizei. Ich habe Befehl, Sie zu verhaften. So, haben Sie. Keine Dummheiten, ja? Keine Angst, ich hänge am Leben. 1000 für jeden von Ihnen. In Ordnung? Wohin müssen Sie? Nach Döberitz. Wir fahren Sie. Das Vaterland wird Ihnen zu danken wissen. Trefflich, trefflich, Erhard. Die Stunde der Rache ist gekommen. Heute werden wir die Schmach des 9. November 1918 ausradieren. Ganz meine Meinung, Herr Admiral. Was verschafft mir überhaupt die Ehre Ihres Besuches? Ach so, ja. Wir wollen uns einen Überblick verschaffen, ob Sie Umsturzgedanken hegen. Umsturzgedanken? Wie kommen Sie denn darauf? Ach, übrigens, Befehl des Oberkommandos Noske. Nachrichten besagen, dass von radikaler Seite beabsichtigt ist, die Regierung heute oder in den nächsten Tagen zu stürzen. Sämtliche Garnisonen sind bis auf weiteres alarmbereit zu halten. Alarmbereit? Wir haben uns doch schon selbst alarmiert. Ich soll Sie außerdem darauf hinweisen, dass Ihnen, wie allen Truppen der Reichswehr, der Schutz der Verfassung und der gesetzmäßigen Regierung anvertraut ist. Das ist jetzt nicht wahr, Canaris. Kein Scherz, Herr Korvettenkapitän. Sie stehen auf der Alarmliste. Und falls Sie später jemand fragen sollte, Sie sind dienstlich alarmiert worden. Hier, Canaris. Reichswehrminister Noske, bitte. Herr Reichswehrminister, ich habe soeben mit Admiral von Trotha das Lager Döberitz begutachtet. Es ist alles ruhig. Keine Anzeichen vor Umsturz. Die Herren gehen spazieren. Hauptmann Papst, schön, Sie zu sehen. Es geht los, Sie können endlich marschieren. Und organisieren. Bei aller Freundschaft, Erhard, Lüttwitz' Befehl zum Losschlagen trifft uns völlig unvorbereitet. Mich nicht. Es ist noch nicht so weit. Sie müssen den Marsch stoppen. Das Unternehmen wird scheitern. Jetzt machen Sie sich nicht in die Hose, Papst. Die Sozis fege ich weg mit links. Wie wollen Sie denn regieren, wenn der Generalstreik ausbricht? Das ist nicht meine Sache.
Politik interessiert mich nicht. Das ist Ihre und Kapps Aufgabe. Meine Herren? Da mache ich nicht mit! Das ist Selbstmord! General Reinhardt, General von Siegt. Ich habe Sie zu so später Stunde zu uns gebeten, weil authentische Nachrichten vorliegen, dass die Brigade Erhard von Döberitz aus im Anmarsch auf die Hauptstadt ist. Leider hat sich die Sicherheitspolizei für neutral erklärt, sodass wir uns in den Schutz der Reichswehr begeben müssen. Ich habe mit Herrn Minister Noske auch schon einen Plan ausgearbeitet. Unsere Truppen verschanzen sich links und rechts der Heerstraße und werden diese Brigade Erhard mit entsprechendem Sperrfeuer in Empfang nehmen. General von Siegt. Ein Kampf von Reichswehr gegen Reichswehr ist nach meiner Ansicht und nach der Ansicht meines Stabes um jeden Preis zu vermeiden. Der Schaden für die Truppe wäre unermesslich. Ich denke auch, dass die Chancen für die regierungstreuen Teile der Reichswehr, die Marinebrigaden schlagen zu können, sehr gering anzusetzen sind. Wollen Sie damit sagen, Herr General, Sie weigern sich, auf diese Meuterer zu feuern? Truppe schießt nicht auf Truppe! Das ist ein unerhörter Vorgang. Ich bin der Meinung, sich diesen Putschisten mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln zu widersetzen. Sie haben gefälligst zu schießen, ich befehle es Ihnen. Sie haben mir nichts zu befehlen, General Reinhardt. Und ich habe meinen Ausführungen nichts hinzuzufügen. Dann lege ich meine Funktion als Chef der Heeresleitung nieder. Und ich fahre in Urlaub. Danke, meine Herren. Genosse Wels. Meine Herren, da die bewaffnete Macht unsere SPD und die Regierung sträflich im Stich lässt, sehe ich keine andere Möglichkeit, als die Hauptstadt unverzüglich zu verlassen und... Auf keinen Fall. Ich weiche der Gewalt nicht. Und den Generalstreik auszurufen. Gustav, sag du doch was. Ich rede nicht mit Kommunisten und Unabhängigen. Aber ich als Gewerkschafter muss es versuchen. Genossen der Militärputschistar, haben Sie das, Herr Legin? Ja, ich wiederhole. Bürger der Republik, Arbeiter, Genossen, wir haben die Revolution nicht gemacht, um uns heute wieder einem blutigen Landsknechtsregime zu unterwerfen. Darum sind die schärfsten Abwehrmittel geboten. Kein Betrieb darf laufen, solange die Militärdiktatur der Ludendorffs herrscht. Deshalb legt die Arbeit nieder, streikt. Haben Sie das, Legin? Habe ich, Herr Wels. Wir müssen weg. Ich bleibe. Sie erreichen uns in Dresden. Dort steht die Truppe noch zu uns. Und ich muss den Streik organisieren. Das Wichtigste, Dr. Schiffer. Bringen Sie die Amtsstempel in Sicherheit. Schon geschehen. Dafür, dass nicht mal eine Fliege raus oder reinkommt, Leutnant. Zu Befehl! Wir sehen uns in Dresden. Sofern wir eine loyale Truppe vorfinden. Auf General Merker ist hundertprozentig Verlass. Jetzt schnallt schon ein, Fritz. Guten Morgen, die Herren, Sie wünschen? Wir haben die Regierungsgewalt ergriffen. Und mit welchem Recht? Mit dem Recht des 9. November 18. Sie sind der frühere Unterstaatssekretär Albert, richtig? Ich bin nicht der frühere, sondern der gegenwärtig amtierende Staatssekretär Albert und Chef der Reichskanzlei, meine Herren. Das sind Sie die längste Zeit gewesen. Abführen. Wir von der KPD sind bei einem Generalstreik nur dabei, wenn mit der neuen Regierung auch gleich die alte abgeschafft wird. Dann schlägt sich die Reichswehr zu den Putschisten und die haben nicht die Spur einer Chance. Eine Wiederaufrichtung der Blutherrschaft von Ebert und Noske streiken wir nicht. Wir von der USPD machen auch nur mit, wenn Noske abgesetzt wird, Ebert zurücktritt und an deren Stelle eine reine Arbeiterregierung tritt. Ja, aber darüber können wir uns doch immer noch unterhalten, wenn der Putsch abgewendet ist. Dann will keiner von euch mehr etwas davon wissen, das kennen wir doch. Noske ist auch für uns von der SPD nicht mehr zu halten. Das ist für uns zu wenig. Das ist schön. Ich gebe Ihnen mein Wort. Ist der Putsch abgewendet, wird eine Regierung aus allen drei Arbeiterparteien gebildet. Gut. Also wer für den Streik ist, hebe die Hand. Was meint ihr?
Hier, Lüttwitz! Geben Sie mir General Merkel. Haben Sie Papst gefunden? Leider nein. Wer ist zurzeit eigentlich Vizekanzler? Dieser Erzberger, denke ich. Erzberger, sagt man mir. Zurückgetreten? Seit wann? Haben Sie endlich die Amtsstempel gefunden? Nein, noch immer nicht. Flokatum! Holen Sie mir diesen Unterstaatssekretär Albert. Lüttwitz hier, Merker. Wie berichtet, werden die Kabinettsmitglieder der abgesetzten Regierung in Kürze in Dresden eintreffen. Sie sind auf der Stelle in Schutzhaft zu nehmen. Können Sie sich erklären, wo dieser Papst steckt? Wird schon kommen. Ich muss auf das Entschiedenste bitten, die Form zu wahren. Verzeihung, Herr Albert. Wer ist der neue Vizekanzler? Justizminister Dr. Schiffer. Und ist mit den anderen flüchtig? Er befindet sich im Hause und kommt seinen Pflichten nach, wenn ich recht informiert bin. Punkt 10, Zahlung von Teuerungszulagen für die Beamten. Herr Dr. Schiffer? Wenn Sie auf diese Frage eine Antwort wünschen, verlassen Sie bitte mein Büro, klopfen an, warten ein herein ab und stellen sich vor, junger Mann. Herein. Hauptmann Pflug-Hartung, wenn ich mich vorstellen darf. Na, sehen Sie. Es geht doch. Und jetzt warten Sie bitte draußen. Ich muss die Tagesordnung für die morgige Ausschusssitzung diktieren. Es gibt keine Ausschüsse mehr. Reichskanzler Kapp wünscht Sie dringend zu sprechen. Ich kenne keinen Reichskanzler Kapp. Das heißt, dass ich nicht mehr ins Amt muss, Gabriele Schatz. Vati, dann können wir ja ganz lange in den Schwarzwald fahren. Matthias, du musst weg. Warum? Was ist jetzt wieder los? Die Putschisten suchen ihren Mann. Wir sind alle in Lebensgefahr. Oh, hier empört sich noch die neue Schmieriste von Helferich über die Entlassung von Lüttwitz, einem der großen Helden des Krieges. Hier sind Sie sicher, Herr Erzberger. Hier hält der Herrgott persönlich seine schützenden Hände über Sie. Danke, Parker. Morgen. Morgen, Frau Winkel. In mein Büro, Frau Kapuste. Heute kannst du es wieder. Korruption, Wucher, Schieberei und Verbrechen haben mit der alten Regierung einen Pakt geschlossen, dem heute Morgen unter dem Einsatz ihres Lebens mutige Männer mit General Lüttwitz an ihrer Spitze ein Ende bereitet haben. Endlich ist dieser Regierung, in der ein Erzberger der führende Geist sein konnte, das Handwerk gelegt. Und mit welchem Recht gedenken Sie, die Regierung, deren Vizekanzler ich bin, abzusetzen? Mit dem Recht der Tatsachen und abgesetzt ist sie bereits. Und für den Fall, dass ich mich diesen Tatsachen nicht beuge? Das Telefon. Und der Eimer? Wo soll der Pissbart hin, Dr. Schiffer? Das werden Sie noch bereuen, glauben Sie mir. Die wir in Schutzhaft nehmen sollen, Herr General. Was sollen Sie, Merker? Diesen Befehl habe ich heute Vormittag tatsächlich erhalten, Herr Noske. Von wem? Von General von Lüttwitz. Von diesem Putschisten, den ich selber abgesetzt habe. Sagen Sie mal, haben Sie vergessen, dass Sie einen Eid auf die Verfassung geleistet haben? Habe ich nicht. Aber ich sitze zwischen zwei Stühlen. Vor Ihnen steht Ihr Vorgesetzter. Lüttwitz gibt es nicht mehr! Sie müssen meinen Zwiespalt verstehen. Ein Großteil meiner Truppe ist für Kapp und Lüttwitz und würde sich einem Befehl, der sich gegen die neue Regierung richtet, strikt widersetzen. Sie wagen es vor mir, von einer neuen Regierung zu sprechen. Sie hat immerhin, ohne einen Schuss abzugeben, die Macht ergriffen. Nichts hat sie. Ich würde noch heute nach Berlin abreisen, um mir persönlich ein Bild zu machen. Bin nötig zu verhandeln. Da gibt es nichts zu verhandeln. Wer nicht für uns ist, ist gegen uns. Meine Herren, wir reisen ab. Ihnen habe ich vertraut, General. Ich muss Sie bitten, die Herren des Kabinetts zurückzuholen. Ein Teufel werde ich tun. Wir sprechen uns doch, wenn dieser Spuk hier vorbei ist. Sollen wir sie in Verwahrung nehmen? Blödsinn. Tschö.
schön, dass Sie uns abholen. Wir fahren mit diesem Zug gleich nach Stuttgart weiter. Hier in Dresden sind wir nicht mehr sicher. Sagten doch General Marker. Sagte ich ja, sagte ich. Ja, und warum mit dem Zug? Unsere Automobile wurden beschlagnahmt. Entschuldigung. Danke, Grete. In der Stadt geht nichts mehr. Ich bin zu Fuß vom Wedding hierher. Macht ja nichts, wenn der Widerstand nur funktioniert. Dann ist der Generalstreik wirklich ausgerufen? Ja, deswegen fährt ja nichts mehr. Kein Zug, keine Stadtbahn, keine elektrische, nichts. Dann hält unser Volk ausnahmsweise mal zusammen, sieht ja? Sieht so aus. Na, komm her. Dann wäre mein Benno nicht ganz umsonst gestorben. Hier noch frei? Ja, bitte. Dann sie es tatsächlich gewagt, ja? Zeit war's. Endlich kehrt wieder Ordnung ein. Alles aussteigen. Der Zug endet hier. Und? Wie soll ich dann nach Frankfurt kommen? Keine Ahnung. Es ist Generalstreik. Ist das Benutzen der Toilette verboten? Kommen Sie raus, Sie Drecksack! Haben Sie Drecksack gesagt? Verzeihung, Herr Hauptmann. Und was gedenken Sie gegen diesen Generalstreik zu tun, Herr Korvettenkapitän? Dass Sie immer so laut sein müssen, Kap. Herr! Und Reichskanzler, bitte! Ist mir auch recht. Die technische Nothilfe einsetzen. Unter entsprechender Bedeckung natürlich. Und was kann diese Nothilfe? Im ganzen Haus kein Wasser. Das gibt es doch nicht. Wenn ich sage, er ist Papst endlich aufgetaucht. Nein. Die werden ihn noch nicht wirklich verhaftet haben. Sie sagten Nothilfe. Sie wird dafür sorgen, dass das Wasserwerk wieder Wasser liefert. Was erlaubt sich der Pöbel? Ja, bin jetzt immer dabei. Du weißt ja. Ja, wenn der Film so schön ist, dann fällt der Strom aus. Wir können ja morgen noch einmal. Da! Sie werden überall gesucht, Hauptmann Papst. Man hat schon das Schlimmste befürchtet. So schnell geht unser Einer nicht unter. Tür auf! Die Aufrufe müssen gedruckt werden, sofort. Das geht noch heute zur Druckerei. Die elektrische geht leider nicht, wegen des Streiks. Was Streik? Was interessiert mich? Dann nehmen Sie den Streik. Keiner da. Dann nehmen Sie das Fahrrad oder gehen Sie zu Fuß. Ich muss regieren. Es geht ums Vaterland, Sie Null. Was sind Sie eigentlich? Wo waren Sie denn? Was hieß denn vielleicht ein Vogel, Papst? Wir haben Sie überall gesucht. Ich war krank, Herr Oberst. Krank? So, so. Gekniffen haben Sie. Wissen Sie, dass hier alles drunter und drüber geht, nur weil der Generalstäbler des Umschlusses fehlt, nämlich Sie? Ich sagte doch schon, ich war krank. Mach keine Wiederholung. Unsere Aufrufe, die Befehle an die Reichswehrgruppenkommandos, die Flugblätter, alles ist liegen geblieben. Und wegen Ihnen sind uns die Herren der Regierung entwischt. Hört auf mit Ihrem Geschimpf, Herr Bauer. Freut mich, Sie zu sehen, Papst. Jetzt wird die Sache endgültig gut. Die hätte schon längst gut werden können. Nicht, solange ein Major im Generalstab fehlte. Major? Welcher Major? Darf ich das aus meiner Beförderung? Sie dürfen, Papst, Sie dürfen. Ich habe immer gesagt, auf den Mann ist Verlass. Wer ist
ist da? Wer sind Sie? Ich bin's, Major Pabst. Ich denke, Sie sind aus dem Militärdienst entlassen. Ja, das war ich auch, bis heute. Aha. Und dann also gleich befördert? Sagen Sie bloß, Sie gehören auch zu jener Bande, die sich über jegliches Recht erhebt. Seit dem November 1918 kann man ja wohl von Recht in diesem Hause nicht mehr sprechen. Kanzler Kapp lässt ein letztes Mal fragen, ob Sie bereit sind, mit uns zu kooperieren. Meine Antwort ist nein. Sie sollten an Ihre Frau und an Ihre Tochter denken. Das müssen Sie mir nicht sagen. Wenn Sie die Frechheit haben, sollten Sie zu besuchen. Richten Sie meiner Tochter Eva aus, sie soll unbesorgt sein. Die Demokratie wird nur über meine Leiche abgeschafft werden. Das kannst du haben. Saujude. Was sagten Sie? Stuttgart, Stuttgart. Der Zug endet hier. Wenigstens auf Sie ist Verlass, von Bergmann. Herr Reichspräsident. Herr General. Es grenzt an ein Wunder, dass ich in der Lage bin, Sie abzuholen und beschützen zu können. Das Gros der Offiziere der Garnison hat sich zu Kapp und Lüttwitz bekannt und war wild entschlossen, Sie festzusetzen. Jetzt? Wenn Sie tatsächlich den Generalstreik ausgerufen haben. Wir haben gar nichts ausgerufen. Wer behauptet denn sowas? Und was ist das? Da stehen Ihre Namen darunter. Papier ist geduldig. Das waren wir nicht. Wir haben Berlin doch schon um 6 Uhr früh verlassen. Na dann, erst mal eine Fluppe. Ja. Gab es Tote? Na, das geht ja. Ja, hart durchgreifen. Sogar das Telefon geht wieder. Sie sind ja doch ein Teufelskerl, Herr Hart. Erschießen, sofort. Im Ruhrgebiet wird geschossen. Aber unsere Freikorps haben alles im Griff, will ich hoffen. Das Freikorps Lichtschlag wurde leider von den roten Verbrechern entwaffnet. Und warum nennt es der Volksmund dann Freikorps Totschlag? Also Ihren Humor möchte ich haben. Oder sind Sie wirklich so blöde? Morgen. Guten Morgen. Du bist schon da? Noch. Ich konnte nicht schlafen. Ich habe die ganze Nacht geschrieben. Und schon mit der Maschine. Na, wer sagt's denn? Die Beamten sind jetzt auch dem Streik beigetreten. Der Bauernbund auch. Jetzt fehlen nur noch die Angestellten. Die werden auch noch mitmachen, wirst schon sehen. Und, wie ist denn die Geschichte geworden? Das musst du sagen. Weißt du, wer gestern Abend bei mir war? Sag. Gross. Und er hat mir diese Zeichnung dagelassen. Und wir dürfen sie drucken. Was steht da drunter? Der erste Erfolg der neuen Regierung. Die Mark ist jetzt auf 1,5 Pfennig gesunken. Das muss der Drucker ganz groß setzen. Das willst du wirklich bringen? Deine Geschichten bringe ich doch auch. Meine Herren. Exzellenz. Ich bin gar nicht da, aber auf die Truppe können wir stolz sein. Danke, Herr General. Endlich befördert. Gratuliere, Major. Vielen Dank, Exzellenz. Mit dem Tode zu bestrafen sind Brandstiftung, Explosion und Beschädigung von Bahnanlagen. Es werden außerordentliche Kriegs- und Standgerichte gebildet, den Vorsitz führt jeweils ein Offizier. Das Urteil unterliegt keinem Rechtsbehelf, kann nur auf Todesstrafe lauten und wird durch Erschießen vollstreckt. Haben Sie das, Flucato? Sehen Sie, Papst, sowas hätten Ihre Sozis nie mitgemacht. Da habe ich andere Erfahrungen. Sehr verehrte Damen und Herren von der Presse, ich habe die Ehre und auch die große Freude, Ihnen den neuen Reichskanzler Kapp vorzustellen. Es ist mir eine große Genugtuung, heute vor Ihnen zu erscheinen. Als wir uns entschlossen haben, diese Wandlung der politischen Verhältnisse herbeizuführen, waren wir uns der Schwierigkeiten durchaus vollkommen bewusst. Bestand die bisherige Regierung weiter, wäre Deutschland dem Abgrund entgegengeeilt. Stellen Sie nun bitte Ihre Fragen.
Behnke, Preußische Kreuzzeitung. Steht die gesamte Reichswehr auf Ihrer Seite? Unzählige Garnisonen haben sich uns angeschlossen. Wie viele? Unzählige. Einige sind noch schwankend. Aber in Ostpreußen haben sich nicht nur die befehlshabenden Generäle, sondern auch Oberpräsident Winnig von der SPD angeschlossen. Und wo steht General Merker? Die Nachrichten hierzu widersprechen sich. Und wie begegnen Sie dem Generalstreik? Unsere technische Nothilfe hat alles fest im Griff, die Kraftwerke arbeiten. Und die Eisenbahner? Ich habe sie aufgefordert. Geht an die Arbeit. Meine Damen und Herren, die neue Regierung schreitet zur Tat. Sie hat das deutsche Volk von der Schieberregierung eines Erzberger befreit. Die Entente ist informiert und wird nichts gegen uns unternehmen. Wie werden Sie sich der alten Regierung in Stuttgart gegenüber verhalten? Solange Sie dort als Privatleute leben wollen, werden wir Ihnen nichts tun. Sollten Sie aber gegen uns auftreten, werden wir Sie verhaften lassen. Haben Sie denn überhaupt die Macht dazu? Selbstverständlich. Weiterhin bedauerte Reichskanzler Kapp, dass das Wahlrecht für Frauen vor gut einem Jahr eingeführt worden sei. Da der deutschen Frau durch die politische Betätigung das Beste abgestreift worden sei. Und sowas druckt diese Behnke, diese reaktionäre Kuh, ohne jeden Kommentar. Volksgenossen, dies ist kein monarchischer Putsch. Deswegen hat sich der sozialdemokratische Polizeipräsident von Berlin, Eugen Ernst, auch entschlossen, im Amt zu bleiben. Männer und Frauen geht an die Arbeit. Kapp, Reichskanzler. Verschwindet! Haut ab! Haut ihr ab, sonst gibt's Trasche. Der Streik ist in längstens 3 Tagen beendet. Dann hält die neue Ordnungsmacht nichts mehr. Die gesamte Sicherheitspolizei und zahlreiche Reichswehrverbände stehen auf ihrer Seite. Ich glaube Ihnen kein Wort. Mit diesen Novemberverbrechern wird nicht mal geredet. Das Volk will sie baumeln sehen. Da bin ich ganz Ihrer Meinung. Es hat nun wirklich keinen Sinn, sich die Lage schönzureden. Wir haben Berlin und den Osten, aber dort wird genauso gekämpft wie im Ruhrgebiet. Und der Süden steht mit Ausnahme Bayerns zur Gänze hinter der alten Regierung. Das ändert sich, sobald die ersten Standgerichtsurteile vollstreckt sind. Bestimmt ungern, meine Herren. Aber in Sachsen-Gotha wurde eine Räterepublik ausgerufen. Schon wieder? Was machen Ihre Männer eigentlich, Herr Hart? Im Gegensatz zu Ihnen ihr Leben riskieren. Das Wichtigste ist die Nationalversammlung. Und die sollten wir in Berlin abhalten. Du hast sie ja wohl nicht alle. Jetzt hör doch auf. Was hat denn dieser Kapp schon? Nichts außer seiner Brigade Erhard. Und die auch nur, weil er deren Sold erhöht hat. Aber das Volk, Fritz, das Volk ist auf unserer Seite. Ich will jetzt nicht mehr hören, Gustav. Eine Meldung herein, dass die Streikenden im Ruhrgebiet über 60.000 Mann ihrer Roten Armee unter Waffen haben. Wer wollte denn unbedingt viel zu früh putschen? Einerlei. Ab sofort steht Streik unter Todesstrafe. Geben Sie einen entsprechenden Befehl heraus, Papst. Worauf warten Sie noch, Pflugkartung? Was erlauben Sie sich? Was erlauben Sie sich? Dieses Flugblatt wurde auf Ihren Maschinen gedruckt. Woher wissen Sie das? Wir wissen es eben. Das ist Hochverrat. Soweit ich weiß, haben wir immer noch Pressefreiheit. Einen Dreck wissen Sie. Und jetzt raus hier. Räumlichkeiten und Druckmaschinen sind hiermit beschlagnahmt. Wir haben alles beschlagnahmt. Dürfen die sich jetzt alles erlauben? Die wissen, dass wir das Flugblatt gedruckt haben. Woher denn? Keine Ahnung. Ich habe Angst, Hannah. Die schrecken vor nichts mehr zurück. Kann ich bei dir wohnen? In diesem Loch? Ich habe schon schlimmer gewohnt. Guter Mann, dieser Papst. Mitten im Generalstreik einen Sonderzug für uns zu organisieren. Ich bitte Sie. Eine Lok und ein Waggon dritter Klasse. Aber ansonsten arbeite ich gerne mit ihm zusammen. Ebert und Kapp müssen sich einigen, Herr Staatskommissar. Kapp sich aber auch mit mir, weil sie jetzt schon Taubenzüchter und Briefmarkensammler standrechtlich erschießen wollen. So hatten wir nicht gewettet. Heißt das, dass Sie die Bewegung nicht mehr... Sie sind sich doch auch noch nicht ganz sicher, ob Sie auf der richtigen Seite stehen. Als Offizier darf mich Politik nicht interessieren. Sie. Ich will nicht lange stören, nur so viel. Ihrem Mann geht es gut, Frau Schiffer. Hauptmann Papst? Major, wie Sie sehen. Sie sind wieder im Dienst? Fürs Vaterland, ja.
Wollen Sie nicht eintreten, Herr Major? Bedauere, keine Zeit. Aber wo ist mein Mann? Im Amt. Weigert sich, mit uns zu kooperieren. Uns? Mit der neuen Regierung. Ich muss sofort zu ihm. Es geht nicht. Er steht unter Arrest. Bei allem, was uns verbindet, ich flehe Sie an, helfen Sie ihm. Ich werde tun, was in meinen Kräften steht. Freund Schiffer. Frau Schiffer. Ich darf bitten, Herr Reichsbankdirektor. Als Direktor der Reichsbank fühle ich mich einzig der Verfassung verpflichtet. Das heißt, dass Sie mir den Gehorsam verweigern? Ja. Von mir keinen Pfennig für Ihr Unternehmen. Damit zwingen Sie uns, die Tresore gewaltsam zu öffnen, Herr Habenstein. Wenn Sie auch in diesem Zusammenhang scheitern möchten? Wir müssen die Tresore sprengen. Ich bin Soldat. Kein Bankräuber, Papst. Aber die Löhnung der Truppe erhöhen. Woher wollen Sie das Geld denn nehmen? Wir sind pleite. Kapiert? Ich schlage daher vor, eine Militärdiktatur Noske zu errichten. Kapp hat gerade gekabelt. Er ist bereit, uns einige Ministerposten anzubieten. Sehr nett von ihm. Ich fordere die totale Kapitulation. Sagen Sie ihm das, General Merker. Über folgende Punkte ist mit dem Kabinett nicht zu verhandeln. Wahl des Reichspräsidenten durch das Volk. Abgelehnt. Amnestie für Delikte nach dem 9. November, abgelehnt. Brücke für die fahnenflüchtigen Teile der Reichswehr, abgelehnt. Unterstellung der Truppen unter General von Segen? Abtransport der Marinebrigaden? Das nennen die Verhandeln? Jede Unterstützung der Hochverräter Kapp und Lüttwitz und neuer Minister und Offiziere gilt als Beihilfe zum Hochverrat und muss streng geahndet werden. Fritz! Mich hat Berlin gerade aufgeläutet. KPD und USPD haben Lüttwitz ein Ultimatum gestellt. Und Legin macht da mit. Bei Nichtannahme wird Berlin heute Nacht angegriffen. Und dann jagen die uns zum Teufel. Ja. Ach, Sie sind's, Herr Staatskommissar. Endlich erreiche ich Sie, Papst. Wie ist die Lage? Beschissen, danke. Lüttwitz tobt über die Kapitulationsbedingungen. Und Kapp? Wäre bereit, zurückzutreten, sofern die Hauptpunkte unseres Programms zur Ausführung kämen. Was ist mit dem spartakistischen Angriff auf Berlin? Kein Angriff bisher. Und, bei Ihnen? Was machen Noske und Ebert? Die sind sehr böse auf Sie. Keine Chance, die beiden zu verhaften? Ich bin froh, wenn die mich nicht verhaften. Papst, unsere Sache steht schlecht und dann dieser verdammte Generalstreik. Ich werde mit aller Gewalt gegen die Streikenden vorgehen. Sie können nicht alle erschießen. Ich kann noch ganz anderes. Papst, ich fürchte, ich muss mich aus dem Unternehmen zurückziehen. Und ich rate Ihnen, tun Sie das auch. Entsprechende Papiere dafür haben Sie ja schon. Wir bleiben in Kontakt. Also dann, auf die Diktatur Lüttwitz, meine Herren. Tut mir leid, mich in Kapp so getäuscht zu haben. Aber, Exzellenz, das ist doch uns allen so gegangen. Viel Glück. Und wenn Sie und das Reich mich brauchen, ich werde da sein. Um in dem bevorstehenden Entscheidungskampf gegen den Bolschewismus obsiegen zu können, trete ich zurück und lege hiermit die vollziehende Gewalt in Ihre Hände, General. Zu gütig. Das Schicksal des Vaterlandes lastet ab jetzt auf Ihren Schultern. Es gibt nichts zu verhandeln. Ich fordere bedingungslose Übergabe. Es gibt in diesem Hause durchaus die Bereitschaft, die ganze Aktion aufzugeben und das Feld kampflos zu räumen, wenn... Wenn was? Wenn Sie uns schriftlich geben, dass wir nicht verfolgt werden und sich für eine Amnestie einsetzen. Und ein solches Subjekt war Gast in meinem Hause und hat meine Tochter... Ja? Was? Ihr Putsch ist gescheitert. Nicht in Bayern. Wir sind hier in Preußen. Nehmen Sie Ihren General Lüttwitz und verschwinden Sie. General Segt?
Verzeihen Sie die Störung, Herr General. Herr Albert, was gibt's? Die Regierung hat Sie zum Oberbefehlshaber der Reichswehr ernannt. Welche? Die alte oder die neue? Hat es jemals eine neue gegeben? Nach ganzen 5 Tagen schon aufgegeben? Keine ganzen 5 Tage, Herr General. Propaganda. Jetzt noch Propaganda, ja? Empfehlungsschreiben von wem? Hauptmann Röhm? Nie gehört. Aus München. Na gut, soll reinkommen. Herein! Wenn es kein Schneider ist. So, extra aus München hergeflogen, ja? Wie war nochmal der Name? Hitler. Adolf Hitler. Und Sie wollen also Propagandaleiter bei uns werden, richtig? Jawohl. Wie stellen Sie sich das vor? Ich spreche zu den Massen. Sie? Also bei aller Liebe, Herr Hiller. Hitler. So dürftig wie Sie aussehen und sprechen, da lachen sich die Massen ja tot. Fliegen Sie mal schön wieder zurück, wo Sie hergekommen sind, nach München. Clowns kann unsere Bewegung nicht gebrauchen. Gute Reise! Gott mit Ihnen, Herr Finanzminister. Der bin ich nicht mehr. Na, für mich und meine Brüder schon. Und zwar der beste, den wir je hatten. Wissen Sie, was die Mark noch wert ist? Nicht mal mehr einen Pfennig. Vater Guntram, danke für alles. Gabi, schau, wer da ist. Vati, Vati. Ja, Gabi, Schatz. Ich bin wieder da. Wie oft hat Noske gesagt, wer dem Staat die Hand an die Gurgel legt, dem breche ich sämtliche Knochen. Und? Was hat er getan? Vertrauen zu den Offizieren gepredigt, wie sie ihn selbst zum Teufel gejagt haben. Er, Bauer, Ebert, alle haben durch ihr Nichtstun Kapp und Lüttwitz in den Sattel geholfen. Mit dem Erfolg, dass sie fliehen mussten. Die verhassten Kommunisten und Unabhängigen mussten kommen, um sie zu retten. Was macht Noske jetzt? Wieder nichts. Ich fordere für die SPD-Fraktion die Entlassung aller Offiziere, ein Abschiedsgesuch, deren Loyalität zur Republik nicht außer Zweifel steht. Das ist jetzt nicht der Moment. Strengste Bestrafung für die Putschisten und die Entwaffnung der Truppen, die gemeutert haben. Ein klares Wort, Herr Scheidemann. Danke. Der verschärfte Ausnahmezustand tritt mit heutigem Tage 12 Uhr Mittag in Kraft. Herein! Kommen Sie, kommen Sie! Gezeichnet General Sieg, Chef der Heeresleitung, und sofort an alle Dienststellen weiterleiten. Wegtreten, danke. Schön, dass Sie gleich kommen konnten. Nehmen Sie Platz. Zur Sache, Ihnen ist sicher klar, dass nach dem Abgang von Kapp und Lüttwitz die Gefahr von links in keiner Weise gebannt ist. Im Gegenteil. Die Aufständischen im Ruhrgebiet haben ganze Städte erobert. Und wann es in Berlin losgeht, ist nur eine Frage von Stunden. Es wird ein Kampf um Sein oder Nichtsein. Spüren Sie da keinen Kitzel in der Säbelscheide, Erhard? Spüre ich. Sie wollen also diese Aufgabe für Berlin übernehmen? Das wäre mir eine Ehre. Dann ist es mir eine Freude, Ihnen und Ihrer Brigade den Sold zu erhöhen. Haben Sie es doch noch geschafft, einen Sonderzug zu organisieren? Habe ich. Ja, wenn ich ziehe, dann. Guter Mann. Danke, wir müssen. General Lüttwitz? Hat ein Auto genommen, aus Sicherheitsgründen. Ab Magdeburg reisen Sie auch per Automobil. Auch aus Sicherheitsgründen. Gut. Viel Glück. Ebenso. Na, meine Herren, komm in Berlin. Waren Sie mit im Zug? Nein, ich bin schon gestern Nacht angereist. Wir Gewerkschafter fordern die Aufhebung des Ausnahmezustandes, eine reine Arbeiterregierung aus SPD und USPD, den Rücktritt des Genossen Noske, die Auflösung aller Freikorps, die Säuberung der Reichswehr von demokratiefeindlichen Elementen und den Abzug der Truppen aus Berlin. Sonst wird dieser Streik nicht beendet. Das ist unannehmbar. Nie und nimmer wird sich die KPD an einer solchen Arbeiterregierung beteiligen. Aber wenn die Genossen von der USPD nicht anders können, bitte,
Genosse Crispin, das ist ein einmaliges Angebot, die Spaltung der Arbeiterklasse zu überwinden. Wir haben Ebert und Noske im Griff. Und das sage ich als deren Parteigenosse. Treten Sie ein in eine Regierung der Proletarier. Nur wenn diese Arbeiterregierung sofort sozialisiert. Ja, das wird nicht zu machen sein. Ja, dann eben nicht. Schade. Dann gebe ich die Anweisung zum Streikabbruch. Sobald Noske zurücktritt. Du hast den Boden bereitet, auf dem das große Werk der demokratischen Ordnung begonnen werden konnte. Das ist dein Verdienst, deine Tat, die in der Geschichte unseres Vaterlandes nie vergessen werden wird. Aber es muss sein, Gustav. Wir Soldaten haben uns fern von der Politik zu halten, Erhard. Will heißen? Will heißen. Sie rücken auf Befehl der alten neuen Regierung nach Döberitz ab und warten auf neue Befehle. Marie, die Brigade rückt ab. Na, dann wollen wir Ihnen auch etwas auf den Weg mitgeben. Die Männer, die bereit waren, ihr Leben für den Kampf um die Freiheit hinzugeben, allen voran General von Lüttwitz und Korvettenkapitän Erhard, zum Dank von der neuen alten Regierung per Steckbrief gesucht. Störe ich? Sie stören nie. Tippen Sie bis dahin schon mal. Exzellenz. Der wird sich wohlfühlen zwischen ihren Möpschen. Sieht mir wirklich so schlecht aus, Erhard. Frechheit. Der Fotograf hat einfach kein Talent. Und die Reichsregierung offensichtlich zu wenig Geld. Die hätten doch sonst mehr für uns geboten. Für eine kleine Brotzeit wird's reichen. Ich kann euch ja verhaften. Den Zaster einstreichen, euch dann wieder laufen lassen und wir versaufen das Geld. Wenn den Chef der politischen Polizei Münchens just in dem Moment der Schlag trifft? Dann säßen wir in der Falle. Nee, Frick. Obwohl wir das Geld gut gebrauchen könnten. Aber wir atmen ungern gesiebte Luft und sei es auch nur für kurze Zeit. Bitte. Ich wollte die Bewegung ja nur unterstützen. Und? Wie gefällt's euch in München? Gut. Das Pflaster wird mir langsam zu heiß. Zwei Kriminalbeamte aus Preußen haben sich gestern bei uns gemeldet und sich nach euch beiden erkundigt. Tatsächlich? Wo sind die beiden jetzt? Sie sitzen. Ich habe sie verhaften lassen müssen. Sie haben sich im Hotel unter falschem Namen eingetragen. Solche Ungesetzlichkeit kann und darf ich nicht dulden. Aha. Aus diesem Gefühl der unzertrennlichen Verbundenheit wird eine gegenseitige Achtung. Und aus der Achtung... Des Dieses Würstchen hat sich eingebildet, unserer Bewegung helfen zu können. Aber man hört ihm zu. Bitte die Herren, meine kleine Verspätung entschuldigen zu wollen. Es war bloß kein anderer Tisch mehr frei. Das Gequatsche dieses Schwachkopfs ist leider da kaum auszuhalten. Von wem reden Sie? Von diesem Hitler. Exzellenz Ludendorff, Verzeihung, aber Herr Hitler würde sich freuen, Sie an seinem Tisch begrüßen zu dürfen. Ich komme später noch zu Ihnen. Das ist nicht Ihr Ernst. Reden schadet nie. Dieser Mann bewegt Massen.
Und wie weit sind Sie? Meine Organisation Konsul hat mit ihrer Arbeit begonnen. Herzberger steht als Erster auf der Liste. Reden Sie doch glatt mit diesem Vollidioten. Sollen Sie doch. In ein paar Monaten spricht doch kein Mensch mehr von dem. War das nicht Graf Kessler? Wo kommen Sie denn her, Harry? Aus Cannes. Und bin auf dem Weg nach Berlin. Das nenne ich eine tolle Überraschung. Was machen die zwei denn in München? Ich denke, die sucht man im ganzen Reich. Und das wundert Sie? Da hat der proletarische Generalstreik die alte und neue Verbrecherregierung am Leben gehalten. Und zum Dank dafür lässt die Regierung die Arbeiter von Truppen der Putschisten niederschießen. Im Ruhrgebiet hat die Reichswehr im Verein mit alten Freikorpsbanden alles, was ihnen vor die Flinte kam, massakrieren lassen. Sogar Krankenschwestern wurden umgebracht, die verletzten Arbeitern geholfen haben. Und das, was da auf uns zukommt, möchte ich heute lieber nicht denken. Und mag man in München ihre Bilder? Behaupten die Leute hier zumindest. Graf Kessler, haben Sie es tatsächlich geschafft, doch noch zu kommen? Und so kann ich Ihnen persönlich sagen, dass ich Ihnen niemals verzeihen werde, dieses Genie in meine Arme getrieben zu haben. Viel wichtiger ist, dass Sie seine Werke verkaufen. Zwei sind schon weg. Es geht um uns Frauen. Das machst du schon sehr gut. Du auch. Dankeschön. Was ist jetzt besser? Wir hoffen auf oder ist es besser, wir freuen uns auf Ihr zahlreiches Erscheinen? Freuen. Ja, dann schreibe ich freuen. Guck. Die eiserne Zeit beginnt erst, Eads, glaub mir. In dieser Prüfungsstunde mussten die Fehler der Vergangenheit ständig rufen, wie man es nicht machen darf, wie mein Volk noch retten will. Aber schon werden die ersten Rufe nach einem starken Mann wieder laut. Und die Militaristen, Herr die Berger. Stehen. Ja? Matthias! Los, ab.